eben angesprochen, die Oldenburger sind aufgrund der drei Niederlagen in Folge unter Druck. Aber die Mannschaft scheint den richtigen Weg aus dieser Drucksituation gefunden zu haben. Ja, die spielen sehr ausgeglichen, spielen auch aggressiver, als das letzte Woche in Bonn gespielt haben. Wir brauchen auf jeden Fall den Ball unter den Korb und zu Adam. Jekyll Foster, fertig von Hans Brock, bleibt dabei. Ihm geben sie keinen Millimeter Platz, zwingen ihn zu einem schwierigen Wurf und er trifft ihn trotzdem. Jekyll Foster, klasse gemacht. Knapp 4 Minuten im ersten Viertel noch zu absolvieren. Wir erleben hier ein extremst intensives Spiel zwischen Oldenburg und den Bayern. Und sind nicht ganz einverstanden. Hamann auf Foster. Kann er die Halle wieder beruhigen? Ja. Ein absoluter Wunschkandidat der Bayern. Jekyll Foster. Dieser Angriff gehört den Bayern. Jekyll Foster. Leider von Dominik Bayense. Mello. Neuzugang kam aus Frankfurt. Foster. Foster, und er zählt, wenn er reingeht. Das ist eine der Qualitäten von Jekyll Foster. Der ist schnell, der ist athletisch, der ist kräftig. Das sind ja 16 Punkte in der Zone. Wir machen haben ja gesagt, dass die Bayern unterm Korb schwächer sind, seiner Meinung nach. Und deswegen greifen wir den Korb an, um dort einfache Punkte zu bekommen, beziehungsweise die Bayern unterm Korb Fouls anzuhängen. Und bis jetzt ist seine Rechnung aufgegangen. 2009 waren die Oldenburger deutscher Meister. Etwas überraschend, er war ein ganz wichtiger Grund dafür. Jekyll Foster damals in Reihen der Oldenburger. Letztes Jahr in Italien, jetzt bei den Bayern. Verwandelt und bringt seine Mannschaft bis auf 3 Punkte heran. 30